Ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Splinter's Chaos Theory. Wir Leck. Wieso leckt das? Wieso? Fischer, der Knabe sieht mir nicht gerade wie ein Nachtwächter aus. Er ist auf jeden Fall kein gewöhnlicher Wachmann. Vermutlich ein Söldner. Er hat die gleiche Ausrüstung wie die Typen, die Lacerda beschützt haben. Die ganze Geschichte wird von Minute zu Minute immer ungewöhnlicher. Versuch herauszufinden, für wen diese Typen arbeiten. Mach ich. Einen Moment, ich muss auch erstmal gucken, warum das hier überhaupt leckt. So, ich hoffe, dass ich das jetzt irgendwie geregelt habe. Na? Komm her! Was macht ihr hier? Wer zur Hölle? Nicht gerade ein gelungener Anfang. Entweder du redest oder du stirbst. Okay. Wir sind zum Schutz der VIPs auf dieser Etage eingeteilt. Wir müssen sie sichern, weil wir sie vom Penthouse aus nicht abriegeln können. Hat der Architekt des Gebäudes oder irgendein Techniker hier ein Büro oder einen Schreibtisch? Ja, natürlich. Im westlichen Teil des Gebäudes. Wo wir gerade so schön dabei sind. Verrat mir doch bitte noch, für wen du arbeitest. Ich arbeite für Displays. Displays International. Displays? Danke. Das ist doch die Firma von Doug Shetland. Ich weiß. Fischer, wenn Shetland ein falsches Spiel treibt. Wenn er ein falsches Spiel treiben sollte, dann werde ich mich persönlich um ihn kümmern. Ich werde aber das Gefühl nicht los, dass mehr hinter dieser ganzen Sache steckt. Gut möglich. Versuche herauszufinden, wer für diesen Sicherungsauftrag verantwortlich ist. Vielleicht treibt jemand bei Displays ein doppeltes Spiel. Wird gemacht. Aber auch noch vielleicht. Ich weiß doch, dass da gleich jemand kommt. Wie lange brauchst du denn noch? Keine Sorge, das wird schon noch fertig. Das wird schon noch fertig? Was ist denn das für eine Antwort? Hey, ich habe hier eine 220er-Leitung mit 16 Ampere. Na und? Hast du eine Vorstellung davon, was passiert, wenn man da drankommt? Nein. Okay, dann komm her und fass mal an. Oh, lieber nicht. Dachte ich mir doch. Jetzt verschwinde. Es wird schon noch fertig. Dreh dich um jetzt. Verschwinde, ich will nämlich da hinten rein. Warte mal. Ja, wunderbar. Was für ein Lack schon wieder. Seltsam. Hier ist nichts. Ich bin mir sicher, dass hier nichts ist. Jungs, also ich freue mich.
ich auch mal über Licht, ne? Aber. Warum habe ich heute auf einmal so eine scheiß verdammte Lags? Komm her! Gefällt dir mein neues Messer? Oh, mein Gott! Hab's jetzt schon ein paar Mal benutzt. Ist es immer noch scharf genug? Fühlt sich jedenfalls so an. Vielleicht solltest du mir lieber etwas erzählen. Sonst rutsche ich noch ab, weil mich irgendwas ablenkt. Unsere Erste-Hilfe-Ausrüstung. Sie wollen doch sicher an diese Vorräte. Im Waschraum. Neben der Küche. Bitte. Mehr weiß ich wirklich nicht. Ich liebe diesen Spruch. Aber das ist noch ein Spruch, der mir auch besonders gut gefällt. Aber der ist auch nicht schlecht. Gefällt dir mein neues Messer? Ich hab's erst ein paar Mal benutzt. Ach nee, Quatsch. Hab schon ein paar Mal benutzt. Arbeitserlaubnisdokumente, Grundrisse. Interessant. Sarkesi hat einen gesicherten Panic Room in der Nähe seines Schlafzimmers. Ich sehe mir das mal an. Sieht so aus, als hätte er auch Baupläne für das Gebäude gegenüber eingereicht. Das Gebäude gegenüber? Ich bin zwar kein Architekt, aber mir scheint es fast so, als ob die Gebäude über das Dach miteinander verbunden sind. Ich schicke dir die wichtigsten Daten auf dein Offset. Sie könnten dir ganz hilfreich sein. Danke. Fischer. Sarkesis Kameras arbeiten mit einem Infrarotstrahl, damit sie auch im Dunkeln funktionieren. Wenn die Dinger einen Infrarotstrahl einsetzen, dann müsste ich den doch mit meinem Nachtsichtgerät sehen können. Genau so ist es. Hör zu, es wäre ganz hilfreich, wenn wir Sarkesis Kamerasystem gegen ihn selbst einsetzen könnten. Verstanden. Ich würde versuchen, es anzuzapfen. Das anzapfen geht dir doch mal leicht. Das war die erste Kamera. Es sollte noch 5 weitere geben. Ich halte die Augen auf. Unser Freund Sarkesi hat die Türen allem Anschein nach mit einem ferngesteuerten Magnetschließmechanismus gesichert. Du musst den Computer finden, der den Mechanismus steuert. Und wo soll ich mit der Suche anfangen? Vermutlich befindet er sich in den Panic Room, den er hinter seinem Schlafzimmer versteckt. Manchmal machen sie es mir wirklich zu einfach. Trotzdem speichern wir. Komm her, Kumpel. Nenn mir eine Zahl zwischen 1 und 10. Was? Oh, 3? Verdammt. Richtig. Da hast du aber Schwein gehabt. Du bleibst am Leben. Sag mir jetzt schnell, was du weißt, sonst spielen wir noch eine Runde. Oh Gott, das magnetische Schließsystem, das Dach ist damit abgeriegelt. Und was ist damit? Ich glaube, der Computer, der es steuert, ist im Schlafzimmer in der obersten Etage. Tja. Da ging mir extrem um den Sack. Fischer, Sarkesi scheint sein eigenes Alarmsystem zu haben. Sei vorsichtig. Ja.
Ich meine es ernst, Sam. Wenn der Alarm zu oft losgeht, werden dir die Söldner die Hölle heiß machen. Ich weiß. Boah, Alter, wieso müssen jetzt so viele da auftauchen? Nein, ganz im Ernst. Das ist besser, wenn ich den Spielstand da habe. Nenn mir eine Zahl zwischen 1 und 10. Was? Oh, 3? Verdammt. Richtig. Da hast du aber Schwein gehabt. Du bleibst am Leben. Sag mir jetzt schnell, was du weißt, dann spielen wir noch eine Runde. Oh Gott, das magnetische Schließsystem, das... Und was ist damit? Obwohl, das haben wir schon gehört. Ich glaube, der Computer, der... Schön leise. Bis zur Straße ist es ein weiter Weg nach unten. Oh mein Gott! Bitte! Tun Sie das nicht! Wenn ich mich nicht täusche, dann weißt du, wer hier für den Schutz der VIPs verantwortlich ist. Ja, es ist Nedic. Sein Name ist Milan Nedic. Hatte der auch bei der Bewachung von Morgenhold in Peru das Sagen? Ja, Milan kümmert sich um alle Displays-VIP-Aufträge. Nun, er scheint nicht wirklich gut darin zu sein, oder? Bitte, werfen Sie mich nicht vom Dach! Das würde mir doch im Traum nicht einfallen. Milan Nedic. Ekelon hat gar keine Daten über ihn. Der Kerl existiert doch nicht einmal. Wer immer er auch sein mag, er arbeitet für mehrere Seiten. Wir müssen Shetland darüber informieren. Negativ, Sam. Die Sicherheit der Operation darf nicht aus irgendwelchen privaten Gründen kompromittiert werden. Wie du meinst. Wenn ich Nedic erstmal gefunden habe, wird der Typ sowieso kein Problem mehr sein. Schön zu wissen, dass dir deine Freunde so viel bedeuten, aber... Du hast doch gesagt, dass es den Kerl gar nicht geben dürfte. Ich behebe also nur einen kleinen Fehler in den Mühlen der Bürokratie. Mal sehen, ob er sich fragt, warum das Licht aus ist. Wenn nicht, habe ich natürlich Glück.
Totale Fehler. Was zum Teufel war das? Komm los her. Ne? Was ist mit dem Licht los? Kamera habe ich noch für dich. Da haben wir den Beweis. Das ist kein Zufall. Nope. Wer hat die offen gelassen? Das Licht? Verdammt, er spielt mit mir. Du Trottel. Er spielt mit mir. Klatsch. Versuch ist es jetzt wert. Eine Falle? Netter Versuch, mein Freund. Wollen mal sehen, was du so drauf hast. Waschmaschine? Ja, vielleicht eine Idee, Herr Kumpel. Ja, wenn du wirst bloß bewusstlos gemacht. Und das muss reichen. Gut, gut, gut. Wow, was? Doppel-Autsch. Das ist ja sowieso bloß der Aufzug. Da muss ich gar nicht hin. Okay. Trotzdem muss ich. Gute Arbeit, Fischer. Das sind jetzt 4 von 6 Kameras. Ich versuche die anderen beiden zu finden. Das ist einfach nur, damit ich hier hochkomme. Habe ich sie jetzt überhaupt getroffen? Ich kann so nicht drauf zugreifen, verdammt. Das ist natürlich ärgerlich.
Ich glaube, da hinten läuft jemand herum. Wer denn? Keine Ahnung wer. Deshalb bin ich ja auch so besorgt. Das Licht ist hinüber. Da will uns jemand das Leben schwer machen. Mal sehen, wie weit der damit kommt. Nichts hier, außer Geist. Da ist doch was. Zeig dich! Hab dich. Nenn mir eine Zahl zwischen 1 und 10. Was? Oh, 3? Verdammt. Richtig. Da hast du aber Schwein gehabt. Du bleibst am Leben. Sag mir jetzt schnell, was du weißt, sonst spielen wir noch eine Runde. Oh Gott, das magnetische Schließsystem, das Dach ist damit abgeriegelt. Das kennen wir schon. Hätte mir was anderes erzählen müssen. Hier war auch eine Nummer 2. Wo ist denn die Nummer 2? Sehr gut, Sam. Jetzt können sich unsere Jungs Sarkesi rund um die Uhr ansehen. Ist mir ein Vergnügen, unsere Sessel fort auf Tag zu halten. Verrückt machen. Vergiss es einfach. Hier ist nichts. Ich bin mir sicher, dass hier nichts ist. Alter Junge, wo kommst du her? Hier ist nichts, wo du hingehen hättest können. Alter, manchmal, ne? So, vorsichtig, man weiß ja nie. Wozu haben wir denn das optische Kabel? So. Hier hat er also sein kleines Hinterzimmer. Eine Toilette hat er drin. Oh, niedlich. Hab ihn. Wen? Dvorak. Wo steckt er? Den Daten zufolge im Gebäude nebenan. Du kommst über das Dach dorthin, wenn du durch die mit Magnetschlössern gesicherten Türen gehst. Und wie komme ich durch die Türen hindurch? Da hat anscheinend gerade jemand die Magnetschlösser aufgemacht. Danke, Grim. So.
Leute, ich würde sagen, das machen wir jetzt in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich auch freuen, wenn ihr morgen wieder pünktlich dabei seid um 18 Uhr, wenn es weitergeht mit Splinter Cell Chaos Theory. Bis dahin einen angenehmen Abend und haut rein. Ciao.